Bonjour und Hallihallo, liebe Leute. Da kommt schon unser erster Gast in unserem neuen Atelier. Erstmal schmeißen wir dieses eine Bild hier weg, denn das Tschüssbild will wirklich gar keiner haben. So, nein, du darfst das Tschüssbild nicht kaufen. Das wird nicht in die Öffentlichkeit gelangen. So, ich habe bei Twitter gefragt. Hallo, ich habe doch gar keine Bilder. Hau endlich ab. Ich habe bei Twitter gefragt, wer denn gerne von mir gezeichnet werden wollen würde tun. Und da haben sich einige Leute gemeldet. Ich habe auf jeden Fall ein paar Bilder. Aber wir meinen jetzt erstmal, um reinzukommen, ein Plinfer, würde ich sagen, denn ich spiele gerade auch Pokémon Art Academy und da habe ich jetzt inzwischen gelernt, wie man ein Plinfer malt. Denn ein Plinfer, ich male nur den Kopf, nur um reinzukommen, ist sehr, sehr einfach. Man malt einfach einen runden Kreis. Kreise kann ich sehr gut malen. Und dann kommen da kleine weiße Wangen einfach rein. Zack, auf beiden Seiten. Ist quasi schon Plinfer. Und dann hat er noch eine kleine Krone auf der Stirn, hat er dann noch. Dann fehlt quasi nur noch der Schnabel, der ist natürlich orange. Die rechte Wange ist vielleicht ein bisschen deformt, aber das ist schon okay, Leute. Das ist ja nur zum Aufwärmen, damit ich überhaupt weiß, wie man überhaupt noch malt. Und dann kommen noch die viel zu komischen Augen. Und natürlich hat er auch noch einen Mund. Er lächelt so ein bisschen. Und wir können hier sogar so ganz kleine Highlights reinmachen in die Augen. Zack, kriegt er noch Pupillen. Und da haben wir unseren Plinfer. Mehr ist nämlich Plinfer eigentlich gar nicht. Super easy, super einfach, kann jeder malen. Hier. Oh, du gehörst wohl zu den gut betuchten Leuten in Paris, hä? Okay, das ist auf jeden Fall Plinfer. Das erkennt man ja wohl. So, schön. Okay, das war unsere Einführungsphase. Als nächstes male ich dann die Leute, die unter den Tweet tatsächlich geantwortet haben. Und da hätten wir zum einen den Astrolamp, den im Weltraum lebenden Schafmenschen. Ja, Lamp heißt Schaf? Nee, Lamm. Ein Lamm. So, und der hat auf jeden Fall im Hintergrund... Wir malen erstmal den Hintergrund. Er hat auf jeden Fall eine Wand, die ist so komisch... gelb-weißlich eventuell. Oh, sie mag mein Plinfer nicht. Gemalt von einem Dilettanten? Ja, das stimmt. Das ist ja auch nur das Einführungsbild. Hallo, mach mich doch jetzt nicht nieder. Ich habe so lange kein Passepartout mehr gemalt. So, auf jeden Fall hat Astro ein Bild im Hintergrund. Zack. Und daneben ist noch ein Bild. Der Tweet ist immer noch da bei Twitter. Wenn ihr also auch mal gemalt werden wollt von mir, dann könnt ihr gerne unter dem Tweet einfach schreiben. Dann gucke ich mal, welche Profilbilder ich toll finde und dann male ich die eventuell irgendwann mal nach, wenn ich mal wieder Bock drauf habe. So, dann hat er da hinten noch so ein weißes Bild hinter seinem Kopf und in dem einen Bild ist irgendwas Weißes drin und das andere ist relativ schwarz. Allerdings mit grünen Akzenten, da sind irgendwelche, ich weiß nicht genau, was das ist, wahrscheinlich irgendeine Band oder so. Aber wir machen hier einfach mal so ein bisschen grün rein, dann erkennt man schon, dass da irgendwas ist. Der Hintergrund ist ja jetzt auch nicht so wichtig, Leute. So, das ist eine Gurke, eventuell ist das eine Gurke. Jetzt kommt der Astro dran. Der Astro hat, oh, ich kann es nicht erkennen, ist das blau oder schwarz? Oh, hier, der Don. Wir haben auch neue Kunden dazu bekommen. Wir haben jetzt richtig geile Schnösel, die mal was kaufen wollen. Das beste Gemälde überhaupt für 223. Wenn es das Beste ist, dann gibt es auch ein bisschen mehr Geld. Hm, wir warten erstmal noch. Wir haben, glaube ich, genug Geld. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Geld wir haben. Das sieht ein bisschen aus wie Tyrion Lannister. Aber wir haben, glaube ich, genug Geld, um auf jeden Fall die nächste Miete zu bezahlen. Von daher, wir müssen hier nicht so knarzig sein. Ja, also ein bisschen mehr Geld hätte ich schon gerne. Ich male erstmal seinen Stuhl, würde ich sagen. Und zwar kommt der hier so rein. Oh Gott, Nachbarn ist auch immer so richtig komisch. Dann geht er hier wahrscheinlich so runter. Das ist sein Stuhl, wahrscheinlich von DX Racer, Leute. Kauft euch DX Racer Stühle, denn die sind echt bequem. Ich habe auch einen. erstmal Schleichwerbung, auch gut, abgehakt. Und dann, ach, keine Ahnung, welche Farbe nehmen wir denn dafür? Dunkel auf dunkel. Astro, das ist keine gute Farbkombination, die du hier gemacht hast. Er hat auf jeden Fall eine Jacke an. So, eine Jacke mit einer Kapuze. Dann hat er ein weißes T-Shirt an. Also mehr als 235 wollen die mir anscheinend nicht geben, hä? Huh? Aber ich lasse das Bild erstmal da, falls irgendein Kunstkritiker oder so kommt. Können wir hier noch den Reißverschluss hinmalen. Und damit hier auch richtig schön viel Schleichwerbung drin ist, er hat hier noch so einen Mercedes-Stern. Den malen wir extra ein bisschen größer, damit das auch jeder erkennt. Das ist hier Markenkleidung, Leute. Das ist zwar jetzt nicht der Mercedes-Stern, sondern eher das Peace-Zeichen, aber das ist okay, Leute. Martini steht noch auf der anderen Seite. Uff. So viel Schleichwerbung hier. Mann, 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 Astro. So, dass da Martini draufsteht, müsst ihr euch einfach denken. So, da steht Martini. Und oh, es gibt leider keine Hautfarbe. Was nehme ich denn jetzt als Hautfarbe? Ich kann ja nicht wieder dieses Gelb nehmen. Aber Orange sieht auch kacke aus. Passt das hier? Ich bin mir nicht sicher. Oh Mann, Giorgio, dann nimm Plinfer halt mit für 235. Wenn ihr mir mehr nicht bietet für meine super schöne Kunst, dann weiß ich auch nicht. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu dunkel für seinen Kopf, aber das ist okay. Wir haben ein neues Werkzeug! Ein neues Werkzeug! Was haben wir bekommen? Wir haben einen... Hä? Das haben wir doch schon letztes Mal bekommen. Hä, das Teil hatten wir letztes Mal schon. Wieso sagt er, ich habe das jetzt nochmal neu bekommen? Unnötig. Okay, das nutzen wir jetzt für den Kopf. So, er hat natürlich so einen kleinen Hals, der eventuell schon jetzt zu groß ist. Dieses Werkzeug ist super strange. Ein Ballonkopf hat der Astro, weiß man ja. Man kennt ihn, es ist das Ballonschäfchen. Und da der Astro natürlich ein sehr weihnachtlicher Dude ist, hat er auch noch eine Weihnachtsmütze auf. Die Weihnachtsmütze wissen wir ja schon, wie man die malt.
Haben wir ja neulich schon mal beim Weihnachtsmann gemalt. Mit einem Bümmel hinten dran. Dann kriegt er noch viel zu dunkle Augenbrauen, die ein bisschen verformt sind. Ach, so kennt man ihn. Und ein wunderschönes Lächeln. Eine Nase hat er auch noch. Ja, Astro, du hast so eine komische Nase. Jetzt guckt er ein bisschen böse, ne? Oh, eigentlich guckt er voll lieb auf sein Bild. Oh, jetzt guckt er aber so böse. Oh nein, wir müssen das dringend besser machen. Astro ist nicht so ein böser Dude. So, hier, wir machen dich. Nein, wir machen dich happier. Oh Gott, wie macht man dich denn jetzt happier? Vielleicht indem du einfach grinst? Oh Gott, Astro, es tut mir leid. Ja, also ich bin mir nicht sicher, was hier passiert ist. Aber ich hoffe, es gefällt dir, Astro. Ach shit. Was ist hier passiert? Hast du einen Bart? Nee, du hast keinen Bart da. Aber du kriegst noch ein Ohr, komm. Ein Ohr spendiere ich dir noch. Du hast sogar zwei Ohren, okay? Ja, ich weiß nicht, was mit deinem Gesicht passiert ist. Dein Gesicht ist eher nicht so geil geworden. Hier kriegst du noch kleine Haare, die aus deiner Mütze rausgucken. Das sei dir gegönnt. Ich weiß auch nicht, warum du so böse guckst, Astro. Hättest ein bisschen besser gucken können. Okay, aber das ist Astro. Hier, Astro, bitteschön. Erkennt man doch bestimmt. Astro-Schlamp. Der Astro-Schlamp. Schön. Das gefällt den Leuten bestimmt. So viel Geld haben wir denn eigentlich? Wir haben... Ja, wir haben richtig viel Geld. Ja, komm. Miete 200, kann sich doch jeder leisten. Guck, er mag mein Astro. Elisabeth, dies ist von nun an mein treuer Lieblingsmaler. Nee, mein neuer Lieblingsmaler. 1204 für Astro-Schlamp. Ja, nimm mit. Guck mal, instant verkauft. Super geiles Bild. Muss man einfach so sagen. Sie erkennt mein Talent. Guck mal, jetzt haben wir richtig viel Geld. Okay, wer ist als nächstes dran? Als nächstes ist eine Katze dran, nämlich die gute Kaitos. Die wollte auch, dass ich ihr Bild male. Und die hat eine süße kleine Katze. Ja, Katzen ist immer so eine Sache. Ich bin gerade am Lernen, Tiere zu malen. Denn Tiere zu malen ist nicht so einfach, Leute. Die haben nämlich eine ganz komische Anatomie. Oh, und ich kann keine geraden Striche malen. Da sollte man vielleicht dieses andere Werkzeug nehmen. Dann kann man nämlich auch recht gerade Striche malen. Oh, guck mal, dafür ist das super. Ja, nice. Erstmal immer den Hintergrund, Leute. Das ist immer das Wichtigste. Dann hat sie da so einen Ast oder so. Ist also anscheinend eine Katze, die draußen vor sich hin katzt. Was Katzen nun mal so tun. Die Katzen umher. So, und jetzt müssen wir irgendwie die Katze malen. Oh Gott. Okay, also die ist auf jeden Fall bräunlich, weißlich. Ich mal einfach, ohne jetzt irgendeine Outline zu machen. Das wird schon schief gehen, Leute. Ich weiß gar nicht, was da schief gehen soll. So, ein Katzenbuckel. Ein süßes Öhrchen. Ein zweites süßes Öhrchen. Und dann sitzt sie hier so rum. Ja, also von der Form gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ich habe in letzter Zeit versucht, ein paar Wölfe zu malen. Das ging ganz gut. Aber Katzen ist nochmal was anderes. Die sind nämlich nicht so dick. Ich glaube, die Katze ist jetzt auch schon wieder ein bisschen dick geraten, aber passt schon. So, dann müssen wir jetzt erstmal die ganzen Akzente da drinnen machen, ne? Oh Gott, die ist vor allem mehrfleckig. Oh man, okay, wir machen erstmal das Weiße drin. Die hat so wie Aaron hier in der Mitte. Ist diese Katze übrigens echt, Kaitos? Hast du diese Katze wirklich? Oder hast du dir die ausgedacht vom Design her und so? Dann der Bauch ist auch irgendwie weiß. Und dann versuchen wir uns mal an den Beinen. Ich hasse Pfoten. Pfoten malen und auch Füße malen, das ist das Schlimmste auf der Welt. Habt ihr euch mal eure Füße angeguckt, Leute? Die sind super hässlich. Ja, auch deine, Gustav. Deine Füße sind auch hässlich. So, deswegen malen wir die auch gleich erst. Bisschen sehr weit rechts. Ist okay, Leute, ist okay. Wir müssen ja auch unsere eigene Note da reinbringen. Jetzt sieht das eher wie ein Kaninchen aus. Oder ein, hier, wie heißen die? Diese Königshunde? Sieht ein bisschen aus wie ein Corgi, oder? Mehr ein Corgi als eine Katze, aber okay. So, dann hat sie natürlich auch noch zwei Schnurrhaare auf beiden Seiten. Damit erkennt man, jo, das ist eine Katze. Denn nur Katzen haben solche komischen Schnurrhaare. Das sieht echt... Das ist eine Mischung aus Corgi, Katze und Kaninchen. Ja, sehr schön. So, und jetzt kommen diese blöden Pfoten, die ich überhaupt nicht kann. Ich hasse Pfoten. Wie die da so ist. Ein bisschen fette Pfote. Ein bisschen Stiefelpfoten. Und da muss man auch natürlich irgendwie andeuten, dass sie da auch sitzt. Oh Gott, so vielleicht? Ja, Leute, weiß ich doch auch nicht. Aber jede gute Katze hat natürlich... Gelbe Augen. Das ist sowieso immer richtig schön bei Katzen, dass sie diese durchdringenden gelben Augen haben. Finde ich richtig hübsch. Und die hat dann noch so einen Blick drauf. Die hat dann noch eine Augenbraue so ein bisschen hochgezogen. Hm. Gut, meine Katze guckt jetzt nicht wirklich nach links und so, aber ist okay. Wir können aber noch ein bisschen Akzente reinbringen. Oh Gott, wieso ist das so dick und so düster? Oh, war das schon immer so? Ja, Leute, weiß ich dann auch nicht. So, vielleicht erkennt man's. Ja, vielleicht. Wir können noch ein paar Akzente in den Busch reinpacken, damit man auch erkennt, dass es ein Busch sein soll. Ich find's blöd, dass man die Opacity von den Pinseln nicht anpassen kann. Das fände ich noch gut. So, aber ja, vielleicht erkennt man so ein bisschen. Das, oh, guck mal, von weiter weg sieht das gar nicht so schlecht aus.
Von nah dran fand ich das jetzt nicht so geil, aber von weiter weg. Hier, Kaitos, das ist deine Katze. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Mal gucken, ob das genauso schnell weggeht wie der Astro-Schlamp. Na? Na, George? Oh, George gefällt's auch. 1431. Guck mal, die kommen gut an. Also die Bilder, die NPCs hier, denen gefällt das auf jeden Fall. Den Snobs von Paris gefallen meine Bilder. Yay. Kein Mensch kann so etwas Komplexes verstehen. Ja, Don, das ist nicht für jeden was, so eine Katze, so eine Kaitos-Katze. Aber vor den nächsten Bildern habe ich richtig Angst, denn das eine malen wir vielleicht noch, das ist von Rannegeicher. Der möchte, dass ich den Pantymos aus dem Trailer male, von dem Detektiv Pikachu-Trailer. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Weil erstens sieht er richtig gruselig aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so hinbekomme, weil der halt echt gruselig ist. Aber an sich sind Pokémon nicht so schwer zu malen. Also das ist wieder ein bisschen gut. Aber eigentlich ist Pantymos nur eine Mischung aus Maui, aus Moana, diesen einen Film, Neranik, hast du ja selbst gesagt, und Pantymos. Von daher eigentlich nicht so schwer. Vor allem sind Pokémon an sich nicht so schwer zu malen. Ich kann mein Bild leider nicht drehen, das finde ich ein bisschen blöd. Sonst könnte ich auch mal 16:9 Bilder malen. So, dann hat der komische Hörner, wie der Teufel selbst. Böse, böse Augen. Der soll jetzt tatsächlich auch böse gucken. Nicht so wie Astro. Oh nein, ich krieg das schon wieder nicht hin, der guckt schon wieder viel zu lieb. Nee, okay, doch geht. Das sieht doch böse aus. Der muss einfach nur ein bisschen aussehen wie der Joker, dann langt das ja schon. Hat er noch so eine komische Stirnfalte. Ich glaube, Orange war eine schlechte Wahl. Ah, jetzt ist das einfach so ein T. Ist das einfach dieses japanische Postsymbol geworden? Okay, aber jetzt müssen wir auch dabei bleiben. Jetzt hat er noch so eine richtig dicke Knollnase und dann noch ein sehr fieses Grinsen. Das malen wir allerdings trotzdem in Rot. Und als Körper besteht er einfach nur aus zwei roten Kugeln. Der hat nämlich keinen Hals. Pantymos hat keinen Hals, Leute. So, die können wir ruhig richtig schön groß machen. Die können wir wieder so mit Akzenten malen, dass die so doppelfarbig sind. So, und dann kriegt er noch zwei komische Arme. Der eine guckt aus dieser Kugel so komisch raus. Oh Gott, und er hat eine Hand. Hände sind genauso schlimm wie Füße. Es ist einfach der nächste Wolverine, Leute. Und seine andere Hand ist lila, weil, keine Ahnung. Sonst sieht man sie nicht. Aber wir können sie grau machen. Wir machen die andere Hand grau. Und er streckt uns seinen dicken, fetten Daumen in dieses Gesicht. Yeah, gut gemacht. Ich habe leider gar keinen Plan, wie sein Körper aussieht. Oder seine Beine. Deswegen ist er jetzt hinter diesen Tresen oder was das ist. Ist bei seinem Bild eigentlich nicht so, aber wir lassen das mal so. Ist auch ein bisschen dünn geraten. Wir können ja malen, dass seine Beine abgetrennt sind. Es ist einfach nur ein Körper und das tropft hier alles so runter. Oh nein, ich blute. Aber er ist trotzdem glücklich dabei. Er ist glücklich dabei zu sein, Leute. Er ist glücklich dabei zu sein. Ja, das ist mein Pantymos. Keine Ahnung. Rannik Pantymoso. Rannik Pantymoso. So, also mein Bild von der Katze will irgendwie keiner mehr haben. Der erste hat mir der hatte mir noch 1400 oder sowas dafür angeboten, oder nicht? Komm, nimm's bitte. Diese Inkompetenz gibt mir Rätsel auf. Kein Mensch kann etwas so Komplexes verstehen. Nein, ich krieg meine Bilder nicht mehr verkauft, Leute. Vielleicht, weil ich sie einfach nur abmale? Abmalen ist nicht gut, Leute. Die Leute merken das, wenn ich nur was abmale. Ist ja auch Urheberrechtsverletzung. Oh mein Gott. Oh, der will zumindest den Pantymos haben. Aber für nur 1000? Will mir nicht noch jemand was mehr geben? Ich habe Angst, dass ich die Sachen gleich nicht mehr verkaufe. Die Katze hätte ich auch sofort verkaufen müssen. Ja komm, nimm mein Pantymos mit. Die Katze ist ein bisschen schwer zu verkaufen. Aber das war's dann erstmal mit dieser Folge Cashflow. Passepartout macht das große Geld. Das bleibt auch zukünftigen Investoren nicht verborgen. Oh, dann verkaufen wir vielleicht in nächster Zeit ein bisschen mehr Geld, Leute. Auf jeden Fall war es das erstmal mit dieser Folge. Wie gesagt, wenn ihr auch von mir gezeichnet werden wollt, dann einfach mal bei Twitter gucken. Ich werde den Twitter-Tweet auch in die Beschreibung einmal packen. Einfach einmal runterschreiben und dann gucke ich, was sich machen lässt. Ich hoffe, die heute gemalt worden sind, sind ein bisschen zufrieden mit ihren Bildern. Und dann danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dizzy.Passepartout.